Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen im Land Brandenburg, wird nicht, Herr Kollege Burkhardt, mit Steuergeldern gezockt. Der Einsatz von Derivaten im Umfang, wie wir das hier im Land machen, ist keine Spekulation, sondern Finanzmanagement, wie es in allen anderen 15 Bundesländern ebenfalls praktiziert wird. Das ist die erste Bemerkung. Und wenn Sie als CDU ein grundsätzliches Verbot von spekulativen derivaten Finanzinstrumenten anstreben, dann ist das ein Thema des Banken- und Kapitalmarktrechts. Und wenn Sie hier, wie wir und wie meine Fraktion auch im Deutschen Bundestag, Änderungsbedarf sehen, dann bitte ich Sie, bei dem für das Banken- und Kapitalmarktrecht zuständigen Gesetzgeber, und das ist nun mal momentan noch die schwarz-gelbe Bundesregierung, vorstellig zu werden. Diese hat jahrelang zugesehen und nichts unternommen gegen diese Auswüchse von hochspekulativen Finanzinstrumenten. Und wenn ich richtig mich erinnere, sind Sie auch beziehungsweise Ihre CDU mitverantwortlich, sind sogar geistige Väter und damit Konstrukteure und rufen jetzt, und das ist das Interessante, rufen jetzt zur Umkehr mit aber einem völlig ungeeigneten landespolitischen Gesetzentwurf. Die CDU-Fraktion hat also einen Gesetzentwurf vorgelegt, die Grünen unterstützen den. Wir glauben, dass der wenig hilfreich ist, weil er erhebliche rechtliche Bedenken bei uns hervorruft. Der Gesetzentwurf sieht vor, zum Beispiel, dass Rechtsgeschäfte, an denen das Land beteiligt ist, im Nachhinein für nichtig angesehen werden können. Dies führt aus meiner Sicht und aus unserer Sicht nicht nur zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit bei allen Vertragspartnern, ich sage Ihnen voraus, es gibt dann gar kein Rechtsgeschäft. Und damit wird dem Land per se die Möglichkeit genommen, durch kluge Schuldenmanagementpolitik die Zinsbelastungen zu senken. Und die Kollegin Geiwitz hat ja diesen Mechanismus auch hier sehr plastisch hervorgetragen. Vor diesem Hintergrund der hohen Kreditbelastung des Landes Brandenburg halten wir ein angemessenes Zins- und Schuldenmanagement auch für die Zukunft für erforderlich. Und im Übrigen sieht das auch der Landesrechnungshof so, wobei die Forderung der Landesrechnungshöfe der Bundesrepublik Deutschland Rechnung getragen wurde, die getätigten Derivatgeschäfte in allen Phasen besser zu dokumentieren und zusätzliche Berichtspflichten gegenüber dem Parlament einzuführen. Darüber hinaus werden im Gesetzentwurf eine Reihe von völlig unbestimmten Rechtsbegriffen getätigt. Ich hatte mich mit dem Finanzminister im Vorfeld dieser Aussprache ausgetauscht und ich glaube, er geht auf diesen Sachverhalt noch deutlicher ein als Landesregierung. Auch der immer wiederkehrende Ruf der Opposition nach mehr Transparenz ist überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Es gibt kein Land in dieser Bundesrepublik, welches so offen mit seiner Anlagepolitik in der Öffentlichkeit umgeht wie diese rot-rote Landesregierung. Wir haben erst im März 2013 den von der Landesregierung im Jahr 2012 eingeführten ersten Jahresbericht zur Kredit- und Derivatportfolio im zuständigen Haushaltsausschuss beraten. Von der Opposition, und da kann man nochmal ins Protokoll schauen, ist nicht eine inhaltliche Frage zu diesem Bericht gestellt worden. Jetzt könnte man mutmaßen darüber, warum im Ausschuss kein Redebedarf bestand, aber das würde wahrscheinlich meine Redezeit jetzt aufbrauchen. Stattdessen soll die Berichtspflicht jetzt per Landeshaushaltsordnung geregelt werden. Ich frage mich, warum sollte dann die Debatte im zuständigen Ausschuss anders verlaufen als jetzt? Und dann kommen Sie wieder mit schwammigen Formulierungen, ich zitiere aus dem Gesetzentwurf, bei erheblichen Änderungen der Anlagesituation berichtet der Minister der Finanzen dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen umgehend über den Stand der Geschäfte und mögliche Auswirkungen. Die Bewertung, wann erhebliche Änderungen eintreten, die hat dann möglicherweise wieder die Opposition. Und was dann erheblich ist, erleben wir sehr oft in den unterschiedlichen Sichtweisen in der Diskussion. Erinnert sei an dieser Stelle nur an so die eine oder andere Fehleinschätzung der Opposition in diesem Falle. Was ist erheblich? Da sage ich nur, Straßenbauprojekt im Oktober des letzten Jahres, da hat die Kollegin Vogt die Chance, die Straßenbaugelder doch noch zu bekommen, auf lediglich 10% getaxt. Und der Kollege Vogel sah in diesem Fall
ein größeres Problem als seinerzeit mit der LASA. Wie es tatsächlich ausgegangen ist, wissen wir alle. Im Mai hat die EU-Kommission erklärt, die Zahlungen wieder aufzunehmen. Meine Damen und Herren, nein, es geht Ihnen nicht um die Transparenz. In Wirklichkeit, es geht Ihnen, und so hatte ich auch die Redebeiträge bisher gehört, zumindest von der Opposition, um das Skandalisieren. Und bei diesem Thema, wo die CDU als Wolf im Schafspelz sich hier hervortut, kann man das auch nicht mehr anders dokumentieren. Vielen Dank.